Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Broker Finmax in meinem Kleinkonto. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen. Nach 16 Tagen beträgt mein Konto 2490,67 Euro. Das entspricht einem Tagesgewinn von 1469,67 Euro und einem durchschnittlichen Gewinn nach 16 Tagen von 91,85 €. Heute folgt Tag 17, meine Staffelungen sind 25, 63, 158 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben wichtige, sehr wichtige News im Australisch-Dollar, Britisch Pfund und US-Dollar. In 14 Minuten sind wichtige US-Dollar-News, also muss ich mich etwas beeilen. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im MetaTrader 5. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten und mache zwischen 2 und 5 Trades. US-Dollar, British Pfund, US-Dollar. Sieht ganz gut aus. Der Kurs müsste allerdings noch steigen. Ich schaue mal weiter. British Pfund, Schweizer Franken, sind da keine 60 Sekunden möglich. British Pfund. Australisch Dollar. Hier steige ich ein. Zweimal. Gegebenenfalls noch ein drittes Mal. Ich bin jetzt noch mal rein. Jetzt sollte er. Sollte der Kurs in den nächsten Sekunden wieder fallen. Aktuell sind 2 von 3 Trades im Gewinn. Wer sich für meine Strategie interessiert und diese erlernen möchte, kann sich bis 31.12.2020 meine Corona-Aktionen gönnen. Im nächsten Jahr ist dies nicht mehr möglich. Sieht gut aus. Aktuell sind alle 3 Trades im Gewinn. Nähere Informationen zur Corona-Aktion findet ihr auf meiner Webseite. Bei Fragen bitte den Support kontaktieren. Link findet ihr in der Beschreibung. Alle 3 Trades deutlich gewonnen. Das dürfte wieder ein fetter Tagesgewinn sein von 182,04 €. Bis zum nächsten Mal. Adios.